Hi, ich bin Exocron. Willkommen auf der Insel Tortoig im Süßwasserwald. Das bedeutet Band 5, Kapitel 3. Wir sind aus dem Mokoko-Dorf raus. Jetzt hier eben im Süßwasserwald und genauer gesagt Gebiet Mokoko-Bauernhof, ein Abschnitt. Und heute mit dem Kater Stitch, der hier auch irgendwo in echt umläuft, der weiße Kater. Nehmen erstmal den Blätteraufzug. Schon mal das Knopf drücken. Aber hier die zwei Quests, die wir hatten mit der Arche und der Tochter von Nahun rausgenommen aus dem Questlog. Und dann noch hier. Aber sie würden im Moment noch stören, weil wir die Tochter von Nahun, das dauert noch ein bisschen. Und Arche dauert erst recht. Ich habe Angst. Wir müssen etwas tun. Ja, wir sind ja schon dabei. Es ist schwer. Schauen, was die Piraten so vorhaben. Das Gebiet ist relativ groß. Sind wir schon da? Und da oben ist auch ein Piratennest, also ein Dungeon. Die letzten beiden Folgen in Tortoig waren nicht so lang. Ich glaube, die wird ein bisschen länger. Die geschrumpften, also wir sind ja geschrumpft. Wie im Alice in Wonderland. Die ganzen Gegenstände, die hier rumliegen, wie zum Beispiel die Münzen. Ist schon echt cool. So, Mokoko. Oh, das ist eine Katastrophe. Die Piraten Kokomo haben unsere Farm zerstört. Diese bösen Kokomo. Nicht zu fassen, dass sie das für das Kartenstück getan haben. Wir müssen uns sie vertreiben, bevor es noch schlimmer wird. Wir müssen uns zuerst um Wichtigeres kümmern. Okay, also doch nicht erst vertreiben. Die Brille. Einfach mega. Ich hab so hart auf der Farm gearbeitet. Ein Brunnen sieht ziemlich tief aus. Jetzt müssen wir... Ey, Feuer, Feuer, Feuer. Verbrennt's. Und noch ein Feuer löschen. Oh Kokos, ihr solltet selber euer Häuser... bisschen mit Wasser besprühen, statt hier rumzustehen. Die Tränen werden sie nicht löschen. Okay, jetzt haben wir noch einen. Der ganze Ort für die Hilfe fast abgebrannt. Dank dir konnte dir das Feuer löschen. Eine Verschnaufpause. Immer daran denken, wenn ihr mir zuschaut. Ja, das Feuer ist aus. Wenn ihr das Spiel spielen solltet, dann sind hier viel mehr Quests meistens in diesen Gebieten vorhanden, weil es sind die Kader-Quests, also die lilanen, die man nur einmalig machen kann. Und euer Kader sind ja all eure gesamten Charaktere, egal wie viele ihr habt, auf einem Server. Das ist euer Kader. Und wenn ein Charakter von diesem Kader schon diese Quest erledigt hat, dann sind sie durch. Du bist großartig. Unglaublich, wie du ganz allein das Feuer gelöscht hast. Aber das ist nicht die einzige schreckliche Sache, die diese Piraten Kokomo getan haben. Diese Schurken haben auch alle Bauernhöfe im Süßwasserwald zerstört. Die Zäune der Marienkäferhof sind kaputt und alle Marienkäfer sind geflohen. Ich werde nach dem Ort suchen, der mit der Position des ersten Teils auf der Karte übereinstimmt. Könntest du in der Zwischenzeit Onkel Mushu 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 mit den Zäunen helfen? Sei vorsichtig. Marienkäfer sind sensibler, als sie aussehen. Mushu klingt irgendwie wie ein Pilz. Waschhut. Also wir machen hier auf jeden Fall die Hauptquestreihe. Und alle Quests, die noch dazu kommen. Also es gibt auch einige Nebenquests, die trotzdem noch mal gemacht werden können. Die machen wir dann hier. Ich bin verloren. Ich weiß nicht wie, aber die Piraten Kokobo haben herausgefunden, wie sie sich selbst schrumpfen können. Und sie haben dabei meinen Bauernhof verwüstet. Jetzt sind meine Zäune kaputt. Und all meine Marienkäfer sind geflohen.
Hast du eine Idee? Irgendeine Idee, wie ich meine entlaufenden Marienkäfer sicher zurück in ihren Stall bringen kann? Du weißt wie? Dreh den weiblichen Marienkäfer vorsichtig. Warum willst du einen Marienkäfer auf dem Kopf tragen? Ich soll nur zusehen? Na gut, dann mach mal. Sollte der Marienkäfer auf deinem Kopf weg sein, sieh in deiner Tasche nach. Sicher versteckt er sich dort. Wir haben hier unten Anziehung, also wahrscheinlich Pheromone. Die Pusteblumen sehen so schön aus. Ja, Jungs? Sind ihr stecken geblieben? Lege es behutsam ab. Das. Dann können wir so auch die entflohenen Männchen zum Bauernhof im Norden zurückbringen. Dann trage bitte nur einen weiblichen Marienkäfer zur Farm im Norden. Küchen repariert. Dreh den weiblichen Marienkäfer wieder vorsichtig. Wir laufen. Ich weiß, Stitch, diesmal sind wir langsamer als du. Ich kann nicht fassen, dass sie uns einfach so angreifen. Ich habe Angst. Roboter aktiviert. Sanft ablegen. Ich dachte, ein Marienkäfer läuft selbst in den Stall. Was ist los? Ah, du hast so getan, als wärst du ein Marienkäfer. Und du hast die anderen Marienkäfer zurück in ihren Stall auf den Mushu-Mushu-Hof gelockt. Wow, genial. Deshalb hast du den Käfer auch den ganzen Weg hierher auf deinem Rücken getragen. Danke, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Das sollen wir auch mal versuchen. Sollten wir auch mal versuchen. Wow. Vielen, vielen Dank für deine Anstrengungen. Jetzt ist hier fast alles wieder beim Alten. Dann lass uns zu dem zurückkehren, was wir vorher gemacht haben. Wegen deiner Karte. Ich habe nachgedacht. Ich denke, die Markierung im Süßwasserwald steht für die goldenen Bäume. Glaubst du, dass der erste Teil des Herzens ist unter ihnen versteckt? Das Oberhaupt sagte mir einst, dass die goldenen Bäume heilig sind und von einem furchterregenden Monster beschützt werden. Unter den goldenen Früchten, da gibt es dieses Lied. Stachelige Hübis. Pflücke die Früchte. Ja, wenn wir Hübi-Stacheln machen, so wie es im Lied heißt, können wir vielleicht die Goldfrüchte pflücken. Zuerst brauchen wir Blütenblätter, um die Stacheln zu machen. Normalerweise ist es nicht schwer, sie zu bekommen, aber da die Piraten unseren Blumengarten verwüstet haben, brauchen wir Tau, um die Blumen wiederzubeleben. Gib mir einen Moment. Ich werde ein paar Dinge aus dem Lied für dich aufschreiben. Hole die Blütenblätter und siehe nach. Ah, und da du geschrumpft bist, dachte ich, es könnte dir schwerfallen, dich zu bewegen. Deshalb habe ich dir etwas mitgebracht. Es ist einer der Marienkäfer, die du auf dem Bauernhof meines Onkels für ihn geholt hast. Hier, das ist ein Geschenk von mir. Es wird nützlich sein, als du denkst. Viel Spaß beim Reiten. Und dann können wir auch einen raussuchen, einen roten. So, einen roten, einen blauen oder einen gelben. Oh, Angret, welchen nehmen wir? Gelb als Kontrast. Wenn du Tau findest, gieße damit die Blumen. Verstanden? Dann haben wir für dich ein Tier.
Mein gelben Marienkäfer. Ja, für manche ist er hässlich, für manche ist er schön. Aber ihr habt ja immer die Wahl. Abgesehen davon, wenn wir schon dabei sind, kann ich euch natürlich auch die anderen zwei noch zeigen. Daran soll es nicht scheitern. Das ist der blaue Marienkäfer. Das ist der rote Marienkäfer. Aber wir hatten ja für Angriff jetzt den gelben gewählt. Bleiben wir dabei. Also gut, auf drei. Wasser schöpfen. Auf dem Bull liegt ein Tautropfen. Nochmal. Ja, wo sind die Mokokos, die Hilfe brauchen? Wir sollen jetzt die Blumen wiederbeleben. Kommt ja nicht. Ich kümmere mich um die Blumen und ihr kommt an und stört. Lass den Tau sanft herabtropfen. Wir haben die Blütenblätter. Der nächste Teil ist sehr wichtig. Allein wir die hier brauchen Stacheln von den schaurigen Haibis. Lass dich nicht stechen. Das tut echt weh. Ich erwarte dich vor dem Haibi-Nest. Allein diese Brücke. Buchrücken als Brücke. Malulu, was machen wir jetzt? Jetzt haben es die Rotnebelpiraten sogar auf unseren Honig abgesehen. Diese bösen Kokomo. Bitte vertreibe sie aus diesem Fruchtwald, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Na klar. Raten haben wir vertrieben. Deswegen auch nicht wundern, dass manchmal Laufwege lang vorkommen. Nein, dazwischen hättet ihr noch andere Quests. Aber das Spiel skaliert ja auch. Das heißt, ich bekomme jetzt mehr XP, weil die anderen Quests ja wegfallen. Somit verliert ihr auch nicht. Lass mal sehen. Oh! Du hast alles bekommen. Ich mache leuchtende Hübi-Stacheln für dich. Lass mal sehen. Oh, du hast alles bekommen. Ich mache leuchtende Hübi-Stacheln für dich. Mal. Das geht schnell, solange ich nur dem Lied folge. Unter den goldenen Bäumen, stachelige Hibbis, ich erinnere mich nicht genau an den Text. Vertrau mir einfach. So, lass uns jetzt einen Weg in das Haibi-Nest finden. Ranken umschlingen den Eingang. Hot, hot, hot.
Wow, ich war noch nie so tief hier drin. Also das ist die Goldfrucht? Okay, lass mich den Stacheln holen. Uff, wow, echt schwer. Hier, nimm den mal. Damit solltest du das erste Teil des Herzens bekommen. Diese Nadel ist schwerer, als sie aussieht. Das ist die Weisheit von Torteuk, die der Häuptling erwähnte. Nicht zu glauben, dass wir es gefunden haben. Unglaublich! Ich wette, die Piraten-Kokomus wussten nicht mal, dass es hier ist. Lass uns das nächste Symbol finden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Gucken wir mal auf der Karte. Hat sich noch nichts getan. Jetzt leuchtet. Mufifi, Hilfe, so hilf mir doch jemand. Meine Freunde sind in einen großen Fußabdruck voller Wasser gestürzt. Und sieh nur, diese Riesenvögel stürzen sich immer wieder auf uns und greifen uns an. Er ist fest entschlossen, uns zu fressen. Chio und ich haben es geschafft, uns zu befreien. Wir suchen Hilfe. Bitte hilf meinen Freunden und informiere dann Chio, dass sie in Sicherheit sind. Und? Ich muss dich noch um eine Sache bitten. Wer immer der Riese war, der hat auch die Blumen zertrampelt. Wenn wir ihre Samen sammeln, blühen sie vielleicht wieder auf. Bitte sammle Samen von den zertrampelten Blumen und bringe sie Chio. Haben wieder ein paar Samen eingesammelt. Lege die Blätter vorsichtig ab. So, jetzt können die Jungs und Mädels raus. Ja, das ist ein großer Schuh. Mir. Arg, das bringt mich um. Hast du mein Tagebuch, meine wichtigsten Schriftstücke gesehen? Der Wind blies und ich verlor mein Tagebuch, meine wichtigen Dokumente. Sie wurden in diese Richtung geweht. Niemand darf sie sehen. Ach, wirklich? Kannst du sie wirklich für mich finden? Wow, danke. Bitte hilf mir dabei. Das sind vertrauliche Dokumente, die niemand sonst sehen darf. Bitte spüre sie für mich auf. Wo ist es hingeweht? Schriftstück? Warum sind sie so wütend? 0000 Wetter sonnig.
Das hübscheste Mädchen überhaupt ist ins Dorf gezogen. Ich will mit ihr reden, aber ich bin nicht mutig genug. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Was soll ich tun? Wie kann ich ihren Namen herausfinden? Wie kann ich sie beeindrucken? Wow, wo hast du das gefunden? Du hast es nicht gelesen, oder? Wieso glaubst du mir nicht, oder? Okay, ich sag dir die Wahrheit. Die Wahrheit. Wirklich? Du hast es echt gelesen? Arg, ich glaub's ja nicht. Wie konntest du ein fremdes Tagebuch lesen? Ach, natürlich, ich habe nicht gesagt, dass es mein Tagebuch ist. Aber trotzdem, ich sagte doch, es sind wichtige Schriftstücke. Jetzt ist es mir peinlich. Bitte sag niemandem, dass ich in jemanden verknallt bin. Das Dorf ist so klein, da spricht sich sowas sehr schnell rum. Kapiert? Sag es niemandem. Jedenfalls danke, dass du es gefunden hast. Tio, du hast alle gerettet? Wirklich? Danke. Eine Krähe? Wow, noch etwas länger und sie wären gefressen worden. Danke, du bist unsere Retterin. Ufifi ist so umsichtig. Blumen sind wichtig für die Bienenhöfe wie unsere. Ohne Blumen hätten wir keine Bienen. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Hey, was glaubst du, warum die Piraten nach Tortoiks Herz suchen? Aber Tortoik ist unsere kostbare Insel. Wir können nicht zulassen, dass sie das Herz stehlen. Das zweite Teil, das Wappen der Fähigkeit, muss hier irgendwo sein. Ich habe da unten eine Ansammlung von Piraten gesehen. Vielleicht bekommen wir von ihnen Informationen. Hi, Stormsick. Okay, dann rein da. Piratennest. Setino, Bericht! Bisher noch nichts, aber... Wir müssen das Artefakt finden, hinter dem Blutklaue her war. Es ist das Einzige, das mich zu meinem alten Selbst zurückverwandeln kann. Moment. Was ist das? Oh, oh! Lauft! Hey! Lass los! So, es sind Spione unter uns. Settino! Ja, Captain? Untersuche die Statue und melde dich sofort wieder bei mir. Der Rest von euch schwärmt aus und durchsucht das Gebiet noch einmal. Ein freundlicher Captain. Hast du gesehen, was der Pirat getrunken hat? Grünen Cashewsaft. Damit verwandelst du dich in deine normale Größe zurück. Die haut ganz schön zu, die Giftkröte. Die.
macht der rote Cashew-Saft uns klein und der grüne wieder groß. Der Captain braucht ein Papagei. Der ist sogar ein Hakenkiefer. Geschafft. Wir haben ein neues Kopfteil bekommen. Jetzt heißt es, trink mich. Nehme einen bitteren Geschmack wahr. Dort drin ist etwas. Gehen wir.
Regel immer genug Heiltränke dabei haben. Direkt vor Adino. Bleiben. Der Kokomo! Er läuft davon! Sie zerstörten die Brücke und liefen weg. Wir müssen ihnen folgen. Fällen wir diesen Baum und nutzen ihn als Brücke. Gibt es hier ein Werkzeug, mit dem wir das hinbekommen? Alles schon erledigt. Ich glaube, dort drin ist etwas. Folgen wir den Piraten. Das ist eng. Hat Granaten doch was Feines. Lauf, kleiner Mokoko. Das war eine falsche Taste. Irgendwie erinnert mich das mit dem Draht an die Todesmine aus World of Warcraft. Und bitte. In der Statue wabern seltsame Schwingungen. Oh, wer bist du denn? Wächter Ello. Die Eol. Wächter Eol.
die Geduld von Tortoik. Das zweite Stück. Es war in der Statue. Niederträchtige Hunde, gebt es her! Ah. Au, sie sind viel stärker, als sie aussehen. Wir haben euch geschont, aber beim nächsten Mal wird es ernst. Komischer Kauz. Wie auch immer. Wir haben schon alle Glyphen auf der Karte gefunden. Ich frag mich, wo das dritte Stück sein mag. Weißt du was? Vielleicht kann das Oberhaupt helfen. Zurück zum Dorf! Etwas? Ja, so sieht unser Toy-Dog-Outfit aus. Bis auf die Handschuhe. Und wir kommen hier nur mit dem Lied der Flucht raus. Hallo? Zurück ins Okokodorf. Ja, die oben, die brennt jetzt auch, also leuchtet. Herzteile gefunden. Ich bin froh, dass der Piraten Kokomo sie nicht hat. Das letzte Zeichen auf der Karte muss Tortoiks Mut sein. Ohne die andere Hälfte der Karte wird es schwierig, ihn zu finden. Aber diese Geschichte, die unter der Mokoko erzählt wird, könnte hilfreich sein. Vor langer Zeit nach dem Krieg mit den Dämonen versanken die Riesen einer nach dem anderen im Meer. Tortoik war der letzte Riese auf der Welt nach dem Krieg. Bevor er einschlief, vertraute er sein Herz jemanden an. Geh und sprich mit den Ältesten. Vielleicht kann dich einer ihrer alten Geschichten zum Mut führen, dem dritten Teil des Herzens. Tortoiks Herz. Ich weiß nicht, welche Macht es besitzt, aber es darf nicht in die Hände der Piraten Kokomo fallen. Tortoiks Herz. Ich weiß nicht, wo es ist. Ein Stern im Bote soll es versteckt haben. Vor langer Zeit, kurz nachdem der Sternenbote Tortoik besucht hatte, schlief er ein und wurde zu dieser Insel. Das ist alles, was ich weiß. Ja, der Älteste neben mir kann dir noch mehr alte Geschichten erzählen. Bitte frag nach und erfahre mehr. Du bist beim richtigen Mokoko. Lange bevor wir Mokoko geboren wurden, besuchte einst einer der Sternenboten Tortoik und vertraute ihm etwas Kostbares an. Tortoik vertraute dem Sternenboten im Gegenzug sein Herz an, bevor er einschlief. Das heißt, wenn jemand die Prüfung der Wächter besteht und die zerrissenen Teile seines Herzens zu einem zusammenfügt, wird Tortoik aus seinem Schlaf erwachen. Diejenigen, die ihre Vergangenheit vernachlässigen, haben keine Zukunft. Es ist eine Schande, dass die meisten Mokoko nicht so an unsere Geschichte interessiert sind wie du. Sitze. Er hält sich ja für so clever. So, als wüsste er alles. Warum willst du die Geschichte von Tortoik hören? Du hast eine Karte, auf der Tortoiks Herz markiert ist. Tortoiks Herz. Hahaha, das sind Zeichen an bestimmten Stellen, wie bei der Schatzkarte, die ich gesehen habe. Die markierten Stellen sind so verteilt, dass eine weitere hier in der Nähe sein müsste. Vielleicht sind die Piraten deshalb in die Himmelsreichsteppe geströmt. Ja, das muss es sein. Ach. Der Älteste neben mir ist vor einer Weile in diese Richtung gereist. Hey, hast du etwas gehört, als du vor dem Dorf warst? Okay, zeig mir mal die Karte.
Oh, ich verstehe. Die Piraten waren definitiv an jedem markierten Ort. Warum? Was? Du willst Tortoks Herz von den Piraten schützen? Wie mutig von dir. Ich würde gern helfen, aber ich habe keine Ahnung, wo das letzte Teil des Herzens sein könnte. Ich hörte, dass es in der Himmelsreichsteppe in der letzten Zeit nur so von Piraten wimmelt. Aber das heißt nicht, dass sie dort etwas suchen. Warum suchst du nicht erst einmal im Süßwasserwald? Er liegt in der Nähe der Himmelsreichsteppe und dort gibt es auch ein Dorf. Vielleicht können die Bewohner dir helfen. Okay, dann wieder zurück im Süßwasserwald. Und wir müssen dorthin. Lange her. Wie geht es dem Marienkäfer? Wie stehen die Dinge in der Himmelsreichsteppe? Siehst du das? Dank dir habe ich alle Marienkäfer wieder eingefangen. Toll, oder? Ich stehe in deiner Schuld, Angret. Also, wie kann ich dir helfen? Du willst mir ein paar Fragen stellen? Wie stehen die Dinge in der Himmelsreichsteppe? Ein Gerücht über die Himmelsreichsteppe? Oh, du willst etwas über die Piraten wissen, wie sich dort versammeln. Ja, das tun sie. Zumindest habe ich das gehört. Sie suchen etwas, von dem sie glauben, dass es in der Himmelreichsteppe ist. Deshalb sind die Piraten, die früher hier waren, auch dorthin gegangen. Vielleicht kannst du mehr darüber in der Himmelsreichsteppe erfahren. Okay, na dann auf die Himmelsreichsteppe. Ja, und das war auch schon unser Gebiet, der Süßwasserwald, Band 5, Kapitel 3 und Willkommen in der Himmelsreichsteppe, also Kapitel 4. Und hier machen wir auch weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Ausflug nach Arkesia auf der Insel Tortoik. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen da oder ein Abo des Kanals und wir sehen uns zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Exocron.